Es ist einfach nur weird, Junge. Das ist einfach nur weird. Was? Was? Schau, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video, diesem wunderschönen Tag. Ich hoffe, euch geht es allen soweit gut und ihr kommt ganz gut klar mit der aktuellen Situation. Mit dabei ist heute ein liebenswürdiger Gast und ein ganz toller Moderator. Ich begrüße heute zur Gameshow des Tages Tag. Aha. Paluten. Hallo. Und Tobi Escation. Hallo, ich bin der Moderator dieses Tages. Da wir nicht die Möglichkeit haben, uns zu treffen, weil eigentlich sehen Palle und ich uns ja relativ oft, wir berichten es nur nicht, Leute. Das stimmt. Stimmt nicht. Aber jetzt wegen den momentanen Umständen müssen wir das Ganze über Discord machen, ist trotzdem cool. Wir erraten nämlich heute YouTuber an den Augen und ich bin mal gespannt, wer von uns beiden da der Beste ist, Palle. Wie viele YouTuber hast du schon gesehen mit den eigenen Augen und wie viele Augen von YouTubern hast du schon gesehen? Zwei. Tobi, was machst du da? Ich schreibe die Punkte auf. Den Punktestand macht er da. Ich habe ein digitales Board. Wir das können jetzt die Technik von heute einfach mal nutzen. Also ich möchte auch sagen, warum ich nach oben gucke, ist, weil ich da sieht man alles, was Tobi malt oder was auch immer. Ich habe schon einen Punkt scheinbar, geil. Ich würde sagen, so. Wir fangen einfach an. Wer zuerst schießt, wir rufen einfach rein, kriegt den Punkt, okay? Wenn der Punkt falsch ist, wenn man es falsch sagt, ja. Ist geht der Punkt automatisch an den anderen, okay? Boah, ich kenne doch die YouTubers gar nicht. Okay. Ja, du kennst sie doch alle, tu doch nicht so. 3, 2, 1, go. So, der erste YouTuber ist ein. Also, ist, ich fange natürlich leicht an, sonst wäre es natürlich. Du sagst ja direkt, dass es ein Mann ist. Nein, der YouTuberin. Ah, ja. Okay, dann machen wir es erstmal so. Also, es ist noch nicht ganz leicht, aber ihr seht schon mal. Ich weiß es, Dagibi. Ja, Paluten war als erster. Ja! Ja, warte mal, ich dachte, du machst mal eine Erklärung. Ich wusste es schon, aber. Ja, löst nee, auf. Dagibi ist hiermit richtig das Originalbild. Ich kenne doch meine Dagi. Weißt du ganz ehrlich, da ist so. Damit hat Paluten einen Punkt. Das Bild habe sogar ich geschossen. Wann das denn? Auf der Hochzeit? Ja, war ich auch. Ich war wirklich auf der Hochzeit von Dagi. Ja, guck, da sieht man, wie integriert Pidizzle ist, Alter. Ich bin nicht mal auf der Hochzeit von meiner Dagi eingeladen. Aber auf meine Hochzeit darfst du kommen, Alter. Wenn ich dann irgendwann vielleicht. Wenn du Akani heiratest? Mann, der ist so süß. Tobi. Ein süßes Mann. Danke für den Daumen an der Stelle. Wir rufen jetzt einfach rein, weil ich habe mich nämlich gerade noch ein bisschen zurückgehalten, weil Tobi noch am Reden war. Aber okay. Ach so. Okay. Sofort rein. Gut. Es wird noch ein bisschen härter. Da wird länger. Hä? Da wird länger. Wer denn da oben eine Narbe? Ja, keine Ahnung, Alter. Wer ist das? Das ist keine Narbe. Es ist Dark Victory? Nee. Eigentlich würde ich jetzt den Punkt bekommen, weil Palle falsch geantwortet hat. Wieso, warum haben wir gesagt, dass man, wenn man falsch sagt, einen Minuspunkt bekommt? Dann darf das habe ich. Achso, du darfst das andere. Ja, guck mal, ich meine, es geht ja immer ums Reinrufen. Ja, ich habe die Regeln ebenso genauso gesagt. Kurzes Rollback. Wenn man es falsch sagt, geht der Punkt automatisch an den anderen, okay? Da war's. Aber ist okay, wir rufen einfach rein. Ist es krankhafter? Nein. Auflösen. Nein, warte. Also, wir haben doch beide falsch gemacht. Du kannst doch jetzt nicht den ganzen Tag raten. Ja, okay, doch, wenn beide falsch haben, dann müssen wir auflösen. Ja, okay, gut. Die Person ist Crispy Raupe. Dieses Vieh. Ich kenne das Bild sogar. Junge. Oh Mann, Junge. Chris. Es sah einfach aus wie so ein Piercing da oben. Ja, Crispy Raupe hat ja ein Piercing. Ja, aber untenrum. Ja, aber ganz so eklig. So eine Zwiebel. Machen wir einfach weiter, reden wir nicht drüber. Jetzt wird, wie aus der Kanone geschossen, will ich jetzt einen Namen direkt hören. Okay. 3, 2, 1. Bibi! Ja. Bibi's Beauty Palace! Ja! Das ist Bibi's Beauty Palace, richtig! Das wusste ich, ich kenne doch meine Bibi. Du bist Team Dagi? Kenn halt nur Dagi. Ich kenne beide? Ja. Achso, ja. Gut. Aber ich war auf Bibis Hochzeit nicht, also eigentlich bin ich deshalb Team Dagi. Das ist ja ganz klar. Ne? Hat die geheiratet? Bibi? Ja. Ja, natürlich, klar. Julian, die haben ja schon das dritte Kind. Haben die drei? Wow. Nee, zwei. Oh ja. Also Julienko, drei. Machen wir weiter. Ja, die nächste Person. Ich glaube, da wird Revi einen kleinen Vorteil haben, aber das soll natürlich Paluten hier nicht einschüchtern. Wir werden in 3, 2, 1 die Person sehen. Anisedak! Oh, ich glaube, da war Paluten. Oh, ja, was? Nein, ich habe Anni. Ich habe Anni gesagt und dann Anisedak. Das ist Moment. Ich habe gesagt Anni und dann Anisedak. Ist so. Das war Foto. Danke. Da bräuchten wir gleich noch was Slow-Mo hier in der Regie. Okay, Slow-Mo, Leo. Alles klar, wir halten den Punkt bis zum Ende. Ja, Moment mal, wie Slow-Mo. Bei eurer Slow-Mo schneidet ihr das dann einfach so? Ich meine, du hast zwei Cutter, die das letztlich so hindeichen. Jeder hat einen halben Punkt, oder? Jeder hat einen halben Punkt. Kann es dann nochmal zusammengefügt werden. Vielleicht, wahrscheinlich das entscheidet genau das. Die nächste Person, die kennt ihr zu 1000% und ich würde sagen, wir sehen sie in 3, 2, 1.
Dena! Ah, das da war natürlich. Ja, Dena! Dena! Da und rechts ist noch Kati, guck mal! Moment. Okay. So, ja, der guckt ja, natürlich ja, ja. Hier auf meinem digitalen Board. Digitales Board, das ist einfach! Es ist nicht Paint. So. Die nächste Person, okay. Eine YouTube-Legende, kann man schon quasi sagen. Ja. In 3, 2, 1. Gronkh! Wow! Oh ja. Oh, Digga, ja. Ganz der schnell. Da muss ich ja nochmal überlegen, der Alter. Der war sehr, sehr stark. Der war sehr stark. Ich kenne noch, kenn noch meinen Knuddelbär. Der kleine Gronkh. Ja? Ja. Nee, gut, ich will gar nicht wissen, was da passiert ist in der Zeit, wo er. Ist egal. Das ist. Nee, los? Alles, hä? Alles gut. Ich kenne nur meinen Sarazar. Den kenne ich ganz gut. Okay. Aus dem Bootshaus, den Sarah, das ist ja egal. Reden wir weiter. Die nächste Person, die wir haben, ja? Ist folgende. iCrimex! iCrimex, Alter. iCrimex. War easy zu erkennen oder eher weniger? Nee, iTrimex ist das. Das ist falsch, Paluten. Okay, nein! Ja! iCrimex, nein! Ich hab doch gesagt iCrimex. Ich sag iCrimex. Richtig, Spaß. Ja! Was ist das denn? Mann, ich kenne schön immer GDA bei ihm. Dann die nächste Person, die kennt man natürlich auch. 3, 2, 1. Ein Blali! Richtig, da war Blali diesmal Erster. Er ist aber. Ich kenne nur meinen Wink. Der gute alte Wink war kleiner als Knuddelbär. Was ist denn mit dir und den Knuddelbären? Also, weiß ich nicht. Für mich sind heute alle Knuddelbären. Alter. Alles klar, okay. Dann haben wir die nächste Person. 3, 2, 1. Julia Beautics. Richtig. Ja, die kenne ich auch. Ich kenne jede blonde Frau aus YouTube Deutschland. Das sollen wir weiter nachmachen. Ja, Tobi, okay, du musst jetzt. Ja, okay. Ja Tobi, wir haben verstanden. Scheinbar Erdbeben. Tobi, Erdbeben auf Madeira. Macht man da nicht eigentlich einen Strich durch, Tobi? Ich meine. Nein, wir haben doch eher einen halben. Und eher bei 5 macht man hier durch. Gut, okay. Das stimmt, also, da hat er vollkommen recht. So, die nächste Person, die kennt man. Ja, ich muss nicht mal sagen, die kennt man. Die kennt die sowieso alle. So, 3, 2, 1. Julian Bam! Richtig, Alter. Im ersten Moment wollte ich sagen Echo Fresh. Aber wenn aber der, wirklich, oh mein Gott, die Pose zurück. Ist ja auch Echo Fresh. Mach mal zurück, wenn nur wieder dieses, so, ja. Könnte auch Echo Freezy sein. Die hochgezogene sein. Augenbraue, ja, ja. Die Pose von dem Echo Bild. Freezy. Mach mal das nächste Bild. Cool. Die Pose ist Echo Fresh einfach. Echo Fresh hat so viele Bilder, die genauso sind, Junge. Cool. Krass. Grüße ist gehen Julian raus an Echo Bam Freezy. Mit Echo Fresh verwandt. Die Abrechnung. Mann, ey. Nein, hallo, was? Nein! Ja, jetzt mach, lass ihn doch, Tobi, den Jungen, jetzt Tobi. Mach! Was denn? Trigger mein OC. Okay. So. Oh, okay, Leute, da meine Aufnahme gerade leider abgebrochen ist, Tobi zeigt nochmal ganz kurz das Bild, was wir gerade hatten. So, hier. Hallo! Oh, ja, ich krieg Punkt, danke. Nein! Mit Revis Augen, jetzt, danke. Und jetzt? Was ist original? Jetzt gehen wir weiter. Paluten mit Revis Augen. Oh, ja. Digga. Oh. Es ist einfach nur weird, Junge. Das ist einfach nur weird. Gut, die Runde müssen wir leider, können wir leider nicht werten. Palace, tut mir leid. Du hättest es wirklich verdient. Ja, aber es gibt ja sicherlich noch mehr gute Bilder. Okay, machen wir weiter. 3, 2, 1. Hast du schon wieder gefotoshoppt? Paluten mit den Augen von Dena. Oder was? Julian Bams Augen mit Denas. Nee. Ist das, ich glaube, das ist Denas Gesicht mit Jus Augen. Nee? Was? Was? Wessen Augen sind das? Augen. Och, Junge, nein! Was ist denn mit Palle? Digga, zoom mal raus. Alter, ist das gruselig. Palle, ich würde so gruselig mit deinen Augen aussehen. Die sind nicht verschoben oder irgendwas. Die sind genauso angeordnet, wie sie normal sind. Warum sind die denn so rot? Paluten, hast du Pollenallergie? Ich würde sagen, wieder gut, zu den normalen Runden. Perfekt. Ich glaube, da hat keiner von euch einen Punkt bekommen. Ja, ist richtig. Die nächste Runde in 3, 2, 1... Julienko. Ja, richtig. Ja, ich dachte, durch die Haare. Aber ich dachte, durch die Haare oder sowas habt ihr den vielleicht nicht erkannt. Aber was ist denn das rechts? Hallo? Cosplay. Alter, jetzt wirklich ein bisschen Cosplay. Geht fremd oder was, der Julienko, hä? Ist der nicht mit Bibi zusammen? Hallo. So, den Punkt geht natürlich an Revi. Hä? Paluten war doch zuerst, oder? Ja, klar. War spannend. Das nächste Bild in 3, 2, 1... Kelly Miss Vlog. Ah. Kelly Miss Vlog. Oh, ich kenne doch meine Vlog. Kelly. Kleine so, Kuschelmaus. Mega geil, Zuckerschnute. Oh, mit dem schönen Duckface, ne? Guck mal da die Barthaare von der Kelly. Okay. Oh. Der Tobi, was ist das? Der nächste YouTuber in 3, 2, 1. Concrafter, Luca. Richtig, wie aus der Kanone geschossen. Ja, ich kenne ja meinen Luca. Guck mal, seine Barthaare. Ich weiß nicht.
Luca ist derjenige mit dem wenigsten Bartwuchs. Es war eine lange Zeit Dena, aber dann hat Dena diese Hormontherapie gemacht und mittlerweile hat sogar Dena einen Bart. Aber das ist Luca, wir müssen reden. Ja. Gut, mach einfach weiter. Wir sind schon fast auf dem Endspurt. Komm, Palle, aufholen jetzt. Ja. Warte, achso, du hast deinen Punkt noch gar nicht bekommen, ne? Ja. Boah, der nächste kein Mensch YouTuber zählt so Punkte. In 3, 2, 1. Varion. Varion. Da war Revi wieder der Erste. Varion ist hiermit richtig. Weil die Zuschauer hier müssen applaudieren. Das Studio ist am Beben. Tobi, wir sind alle zu Hause, weil wir in Quarantäne sind. 3, 2, 1. Oh, da wird ist lange das überlegt. Katja? Da wird lange überlegt. Katja Krasavitsch? Die Katja. Alter, Tobi. Entschuldigung, die Katja. Ah, nächstes Mal machen wir YouTuber an den zensierten Nippeln erkennen. Nö. Wird, glaube ich, eine schnelle Runde. Die nächste Person, YouTuber. So, Palle, komm, den schenke ich dir jetzt. Ja. Ich sag jetzt gar nichts. Ich 3, sag jetzt gar nichts. 2, 1. Ich weiß auch nicht, wer das ist. Hä? Simon Desue. Richtig. Alter. Ja, ich kenne doch meinen Simon. Ich dachte gerade Bodyformus oder so. Damit geht der Punkt an Paluten. Wir haben jetzt noch 2 YouTuber. Okay, und also die, sagen wir so. Offenjagd jetzt hier, Offenjagd. Es gibt 3 Punkte pro erratenen YouTuber jetzt. Ja, okay. Das bedeutet, wenn Paluten jetzt beide richtig hat, dann holt er auf. Er kann nicht mehr gewinnen, aber er holt dann auf. Also, okay, warte, wir können es noch gewinnen, oder? Nein. Mann, ich check meine Punkte selbst. Also, wir zählen die am Ende zusammen. Wir machen jetzt einfach 3 Punkte für den YouTuber, den ihr erraten könnt. 3. Was? Nein! Doch, 3, 2, okay. 1. Mois. Standards-Skill. Ja, Leute, was soll ich sagen? Paluten hat aufgrund einer unfairen... Moment mal, der letzte Punkt, den haben wir gar nicht aufgenommen, Shirin David, Tobi. Weil meine Aufnahme ist wieder abgebrochen. Das heißt, ich habe gewonnen. Ach so, ist das. Ich habe gewonnen. Leute, das war ein 1-0 für mich an der Stelle. Eigentlich hätte Palle gewonnen, weil Tobi am Ende einfach random Punkte verteilt hat. Nein, damit habe ich aber ganz knapp noch gewonnen. Tobi wurde zwischendurch auf dem Teamspeak gebannt, wie ihr vielleicht sehen könnt. Er hat hier gerade auf dem Digital Board ein bisschen gebaut. Wenn ihr Bock habt, auf jeden Fall auf weitere Videos davon, lasst da gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne bei Palle vorbei. Da gibt es auch ein Video von uns beiden zu sehen. Und das neue Buch von ihm kommt auch die Tage raus. Das war von diesem wunderschönen Video. Ich bin schon längst draußen. Ja, ja, es ist schon draußen. Kann man kaufen jetzt. Ne? Tobi, du kannst aufhören zu malen. Wir sind durch jetzt, okay? Tobi, wir sind durch an der Stelle. Dankeschön. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.